Moin moin, willkommen zurück. Weitere Folge Psychonauts. Und wir suchen immer noch Agent Crawler. Der ist abgehauen und wir müssen ihn, glaube ich, beim Friseur suchen, beim Postservice. Wir gehen erst zum Postservice. Ja, was ist mit den Haaren da erzählt? Das soll mich auch zu eng, so ein Friseur noch. Wir gehen erstmal hier rein zum Mailroom. Weil auf jeden Fall war da irgendwas. So, dann gucken wir mal. Hier waren wir ja schon drin, aber irgendwas musste er hier besorgen. Mal gucken, was es ist. Da ist er doch. Agent Crawler, it's me, Raz. Permission to enter? Negative. Senior staff only. Ford, it's me. And who are you? Don't you realize who I am? Wait. If Nick John Smith is mentoring interns, he must be senior staff, right? I'm telling my dad. I should talk to him. Okay. Oh no. Mr. John Smith. Hang on, Nick. Mach I'll get da. You out of there. Hang on, Nick. I'll get you out of there. Somehow. Hang on, Nick. Hang on, Nick. I'll get you out of there. Somehow. There, man. There you go, Nick. Now stay away. Hey, Nick. You're senior staff, right? Pony? Can you help me get into the back room? I need to talk to Agent Crawler. Flat rate. Look, Nick, I have a wild idea. Bear with me. If I get you a loner brain of equal or greater value to your own, then you help me get into the back room. Plus, I'll bet the loner brain will keep you safe from all this machinery. First class. I'm gonna take that as a yes. Now, where can I find a brain? That's one Agent Crawler located. Need to find the other two before I regroup with Agent Sonata. Okay, wir müssen irgendwie nochmal ein Gehirn für dich finden. Aber wo kriegen wir den Kern her? Na gut. Warte mal. Da sehe ich gerade einen Schlüssel. Warte. Da. 5 Vorratsschlüssel haben wir gefunden. Da fehlt noch einer, der 6. Gucken, ob wir den auch finden. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal die anderen Agent Crawler finden. Und der eine ist ja dennoch. Da ist auch ein Schlüssel drin, wie man sieht. Das klappt nicht. Aber auch nicht rein. Okay, dann müssen wir. Oh, da hinten ist auch noch eine Karte. Ich habe vorher noch gar nicht gesehen. Die holen wir uns auch noch. Aber jetzt gehen wir erstmal los und gucken beim Friseur. Und wollte, was wollte er noch machen? Schuhe kaufen? Ich meine, Schuhe kaufen oder sowas wollte er, ne? Ich meine schon. Schuhe polieren? Weiß nicht mehr genau. So, wir gehen mal mit zum Friseur. So, gucken wir mal, wo der Friseur war. Haare schneiden. Stiebst du irgendwas? Aquarium, Büro. Da, Forts. Friseursalon ist. Oh. Okay. Ach, ich hätte noch einfach auf die Schere gucken können, ne? Bin auch so geil, echt. Here they are, the Psychic Six, the group of paranormal experts Ford Crawler gathered together to form the Psychonauts. I read all about them in True Psychic Tales number 1. Tragically, none of them were the same after fighting Maligula and the deluge of Grulovia. Less tragically, but still upsetting. My mom used that issue of True Psychic Tales to line the floor of the world's smallest horse trailer. Okay. Was müssen wir jetzt noch da rein? Da ist er. Hi, I'm sorry. I just hate children. Was ist denn? Ja, mal rein. Sorry, booked up all day. Kein Mensch da. I can wait. You sure a shampoo can, but unless I get a cancellation, you're out of luck. 2 Fords down. Only 1 more to find before I can go back to Truman. Okay, also der letzte, der wollte irgendwas mit Schuhe machen, glaube ich. Da.
Oh, das Putzen von Schuhen erwähnt. Ah, okay. Dann vielleicht zum Bowling Center. Das muss dann da sein. Yes. Da ist er. Agent Cruller, I need to talk to you. Sorry, Senior League hours. Only members of the Senior League allowed. Hmm. Doesn't look like there's much left of the Senior League, except for Compton Bull? No kidding. Huh. Under office number, it just says psycho-isolation. Why would his office be in psycho-isolation? Guess I need to get out there to find out. That's the final ford. Time to debrief Truman. I think I'm gonna need his help. Okay. Truman, müssen wir nochmal hin? Aber was meint er denn mit diesem Psycho-Raum? Welche kann das sein? Da oben ist noch ein Ding, das kommen wir da. Wie kommen wir da denn hin? Fällt mir gerade auf. Können wir irgendwo raufklettern? Können wir so einen Baum hochklettern eigentlich? Witzigerweise kann er alles mögliche hochklettern, aber einen Baum nicht. Okay, da hinten bringen wir die Karte, nehmen wir nochmal mit. Caligula coming back. What? Definitely be approving more overtime. Oop. Okay. Also, oh, was mit dem Schlag? Okay, wir müssen irgendwie. Was hängt hier auch noch fest? Man hängt so ein bisschen fest ab und zu, weil man es nicht wirklich sehen kann. Aber ich komme da nicht einfach so hoch, ne? Kann ich nur von der oberen Etage hinspringen wahrscheinlich. Hm. Na gut. Lass uns einmal gehen zu Truman und ihm reden. Hoffe ich. Hält uns nicht wieder jemand auf hier? Ja, anscheinend nicht. Scanning access granted. Dankeschön. Und hoch. So. Achso, ich wollte was gucken. Kann man nicht? Und hier drüben? Kann man nicht, okay. Lord Truman. Truman! It's okay. We're alone. Where's Cruller? I got him to the base, but now he's locked in the bowling alley. And also the mailroom. And the hair salon. Hmm, sounds like he's reverting to some old behavior. He's no good to us like that. I think I could help him, if I could just get closer to him. But to get closer, I need to do some stuff outside the base. Hmm. Put your head near this brain, thing. I should be able to... There, full access. That should let you search the whole place, inside and out. Okay. I'll try to get Ford and bring him back here. No, Raz. You're going to find Ford Cruller, and you're going to fix him. You're going to make Ford Cruller whole again. This is just another mind in torment, Raz. It needs a psychonaut to fix it. And I believe in you, Raz. I know you're ready for this. Yes, sir, Agent Zanotto. I won't let you down. I'll put Ford back together again. Super. Godspeed, Psychonaut. Ford ist zersplittert und Truman hat dir aufgetragen, ihn wieder zusammenzufügen. Jeder Aspekt von Ford birgt seine eigene Herausforderung. Du kannst dich in ihnen in beliebiger Reihenfolge stellen. Im Handbuch findest du genaueres dazu. Mit Trumans Zugangsberechnung kannst du nun viele Bereiche aufsuchen, die zuvor tabu für dich waren. Sieh dich um. Okay. Warte mal, können wir jetzt auch... What? Können wir hier jetzt auch rein? Scanning for fingerprint. Full access granted. Welcome, Grand Head Zanotto. Oh, okay. I love these things. Got it. Gibt's nichts. So. Dann müssen wir schnell zurück. Gucken, wen wir als erstes aufsuchen oder welchen Bereich wir als erstes aufsuchen von. Ups. Oh ja, ich weiß.
Ah, das wollte ich nicht. So. Ab ins Foyer. Wir sollten zur Rezeption uns melden, wurde da gesagt. Keine Ahnung, wo die ist. Ist auch total Schnuppe. Denn wir müssen jetzt rausfinden, wie wir anderen Sachen können. Können wir direkt hier. Ich überlege gerade, ob wir direkt jetzt da reinkommen in die Bereiche. Oder müssen wir davor was machen? Wir gehen mal kurz in den Mailroom. Nur mal um zu sehen, ob da irgendwas passiert, wenn wir da reingehen. Hier brauchen wir auf jeden Fall ein Gehirn. Fällt mir gerade auf, das Gehirn haben wir noch nicht. Okay, warte. Fort, from Whispering Rock. I need to come in there. Sorry, senior staff. What? Senior staff. He's senior staff. Okay, wir brauchen ein Gehirn für Raz. Die Frage für Raz, sag ich schon, für Nick. Ist die Frage, wo wir das herbekommen. Ob es überhaupt in die richtige. Ist ja, sagt er, egal in welcher beliebigen Reihenfolge. Das heißt, wir müssen einfach nur ein Gehirn finden für den. Finden wir schon noch. Almost had it. I just need to focus a little longer with my clairvoyance. Okay, das wollen wir jetzt gar nicht machen. Guck mal, ins Bowling Center können wir auch nicht einfach so reinkommen. Got some new gadgets available in my shop for testing. I mean for purchase. Wir können jetzt einfach so rein. Not available to interns, obviously. I'd hate to jump into my head and figure out why I do that. So, dann wollen wir mal gucken, was die Ratte macht. Sachen. Zumindest ein bisschen was bekommen. Gehen wir jetzt auf. Ja, genug Schlüssel an dich, ne? Okay. Wow, das sind 200 Stück. Excuse me, Ford. Sorry, with a client right now. Obviously. Meinen Sie, dass Sie mit diesem Haarschnitt bald fertig sind? Auf dieser Seite fehlt ein großes Stück. Would you mind if I jumped into your mind for a second? Just to even out some split ends. If it'll keep you quiet, then go right ahead. Perfekt. Das war easy. Ich bin gespannt, wo wir jetzt landen. Wird doch immer wirrer, die ganze Geschichte. Aber irgendwie auch interessanter. So. Gruulvian Vadis. Zar Theodors verzweifelt bitte um Hilfe. Hier liegen ganz viele Haare. Okay. Oh, das sieht ein bisschen gruselig aus hier. Someone's looking a little shaggy. Well, not to worry. A fresh cut and you'll feel like a whole new person. Just make sure you cut away the right parts, or your old friends will recognize you. I'm here to recover a piece of Ford's mind. And something tells me it's up in that lighthouse. Das glaube ich auch. Warte mal. Da ist auch noch was. Wie kommen wir da denn rüber? Kann man da irgendwas rüber beamen? Okay, warte mal. Ein Schuss hier vielleicht. Aha.
Das war ja dumm. Ich hätte den Ballon, hatte ich da noch haben sollen. Okay. Bacon! Du hast genügend Praktikanten für ein Upgrade. Reiche sie auf der Abzeichenseite des Handbuchs ein. Okay. Was haben wir denn da? Gut. Also, halte X gedrückt, um deine Schwebekugel zusammenzudrücken und dann los, um noch in die, um hoch in die Luft zu springen. Das finde ich auch ganz interessant. Ist mal was Neues. So. Jetzt hier weiter. Drüben kann man auch noch rüber, aber ich glaube, da kann man von der anderen Seite rüber. Hoffe ich zumindest. So. Können wir da rüberspringen, oder? Oh, das war gemein. Oh, ich kann der. Oh, ich kann auch noch der, oder? Nein! Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass da dieses blöde Messer war. Das war natürlich dumm. So, hier liegen auch noch ein paar Dinger. Malik Rasierklingen. Die schärfste Klinge ist die Klinge, die man nicht spürt. Ja, stimmt. Warte, wir gehen alle unten mal rein, ne? Also nur schnell sein. Jetzt weiter sehe ich. Wie kommen wir da jetzt rüber? Frage. Nur in diese Richtung gehen, glaube ich. Das rein? Ah! Okay, das war dumm. Warten wir auch nicht wirklich weiter. Jedes Mal ein Leben? Weiß nicht, weiß nicht, doch. Oh, das war ja dumm. Nochmal. Kann ich da nochmal hauptspringen? Kann man gar nicht. Na, was macht er denn da? Der hier ist noch weiter. Warte mal. Das für ein Kack. Jedes Mal fall ich runter. Okay, nochmal. Muss noch ein bisschen schneller sein. Also, schwingen und. So. Okay, jetzt sind wir fast ganz oben. Okay, wir können auf jeden Fall nicht mit denen springen, die auf einen rumkrabbeln, die auf die Läuse. Aber irgendwo habe ich doch noch gesehen, wo man längs kann. Da unten ist ja auch noch so ein Weihnachtsbaum. Wie komme ich denn darüber? Oh, warte mal. Ich muss kurz einsammeln. Ich will die gerne versuchen, alle zu bekommen. Okay. Nein! Ach Mann. Das sieht man hier jetzt mal, dass er oben gegen den Kopf gegenspringt.
wir kurz. Und hoch. So. Okay, da hinten geht es längs auf jeden Fall. Man kann da irgendwie durch. Ich kann auf jeden Fall nicht rüberschwingen einfach so, weil die Dinger da im Weg sind. Wie kann ich sie wegblasen? Ich brauche einen Föhn. Was anderes habe ich hier nicht, ne? Okay, hier sind sie weg. Bringt uns natürlich nicht so viel. Wo müssen wir denn hin? Da ist der Föhn, da drüben. Kann ich von hier aus schießen vielleicht? Okay. Also den Föhn wieder ausmachen jetzt, ne? Kann man nicht mehr ausmachen? Ne, kann man nicht mehr, okay. Muss also nur schnell sein, weil... Oh, ich wusste das. Ja, ja. Okay, wir haben die aber eingesammelt, glaube ich. Jetzt sind wir wieder bei hier. Viele. Hier kann ich auch nicht springen. Kann ich da hoch, okay. Was ist da oben denn? Was kann man damit machen? Gar nichts. Okay. Ich sehe leider keinen Föhn gerade. Hier noch durchgehen? Nee. Okay, sind schon sehr eklig, muss ich zugeben. Auch weil die so groß sind, ne? Schon mal schon sehr eklig ist. Ah, guck mal. Das kann ich kaputt machen. Okay. Das freut mich. Well, accidents happen. Yeah, that was no accident. That was brilliant problem solving. Okay. So, wollen wir kurz gucken? Haben wir erst gehört, glaube ich. Wieder zurück. Okay, den Föhn müssen wir anmachen, damit wir fliegen können. So, und dann darüber, okay. Das waren alle, ne? Ja. Nehmen wir auch noch mit. Gut. Hm, da können wir auch noch durch. Wo geht's da hin, ist die Frage. Oh, das wird schon richtig sein. Da können wir zum Beispiel Leben holen. Steht drin. Tides turn in Groovia. Gezeitenwechsel in Grolovia. Neue Kriegsministerin schwimmt auf einer Welle von Siegen. Eine Gehirnhälfte. Zwei haben wir jetzt sogar gefunden. Cool. Weiß ich gar nicht mehr. Na gut. Da.
Heraufbeschworene Psychonauten. Okay. Ja, eigentlich sind die ganz cool, die Zeichnung irgendwie. Da, die Psy 6. Okay. Ja, damit. Ist da irgendwas drauf? Nee. Doch, da ist auch was. Nee, doch nicht. Okay. Wo sind wir hier? Ist die Frage. Brenne! Okay. Ich hab das Leben verloren hier, das ist nicht ehrlich. Okay. Kommt schon nicht alle? Nee. Mann, warum sind so viele auf einmal? Warum sind da nie so viele? War's, oder? Ja. Das müssen doch alle gewesen sein. Wir haben natürlich ein bisschen Leben verloren gerade, aber das kommen wir vielleicht hier durch wieder. Hm, ich mal ein paar Dinge einsammeln wieder. Oh, guck mal, jetzt alles voll gemacht. Okay. Wir lassen das Leben da noch stehen. Das können wir vielleicht gebrauchen. Pass auf, jetzt kriegt ihr das ab hier. So, killen wir die mal kurz. Dadurch sterben sie doch. What have you done? Cleaned up the streets? Those were peaceful protesters, Lucy. Lucy? Okay, das ist wirklich ein Wehr im Kopf. Gucken wir den irgendwie wieder gesund machen können. I think I hear some emotional baggage nearby. Da. Sehr gut. Okay. So. Wo sind wir hin? Die Frage. Von da kommen wir. Das ist irgendwo in die Richtung hier. Guck mal, das ist das Ding. Also wir haben fast alle, ne? Wir haben jetzt haben wir 39. Wo hier noch mehr ist. Hier ist gerade nicht. Aber 39 ist schon sehr gut eigentlich, ne? Es fehlen nur noch 4 Stück. Ich hoffe, wir kriegen diesmal alle. Das wäre schon ein Highlight. Hey. Ach, guck mal, ist da was? Ne, dann gehen wir hier hoch. Lucy! Is that really you? Ford, it's me, Raz. Are you really the same person I used to know? Ford, I just saw you. Remember the bacon? I can't even recognize the person you become. I feel a bad storm gathering. Drawn close. Very close. Hey guys, that's a little bit too close, okay? Okay, guck mal.
Okay, wir müssen hier links gehen. Okay. Oh. Oh. Gehen wir durch? Oh. Ah, guck mal. Wir sind noch richtig gut. Wait a minute. You're not Lucy. It is such a relief to hear you say that. You're something from deep inside her. Something dangerous we accidentally unlocked. Ah, guck mal, da oben sind die Hirn. Gucken wir mal rein, ob sie die Scherbe da rausnehmen. Hey, oder? You lousy little Mike, how'd you get in here? Don't push me. I'll gargle a whole bottle of hydrocyte if I need to. Oh. Whoa, das war knapp. Lucretia went to Grulovia. She went back to protect her family, to help her country. Oh, but it changed her. War changes everybody. Inside all of us, we all have dark roots. Well, sometimes we need that darkness to survive. Careful. Sometimes it's hard to get it back in the bottle. Hmm. Okay, fehlen uns also noch zwei. Oh, sorry, Ford. I dozed off there for a sec. Ford? Huh, I guess he finished up. Well, if you see Ford telling me he did a great job, I feel like a completely different person. Got one piece of Ford's mind connected. Now for the other two. I hope I'm doing the right thing. Super, geschafft. Also müssen wir jetzt vielleicht mal zum Bowling rumgehen. Das machen wir auch, aber erst beim nächsten Mal. Damit wir die nächsten beiden Sachen da auch wirklich gut in einem Rutsch vielleicht machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.